Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe in unserem Gastro-Special. Hier stehe ich heute mit dem Stefan Pflaum. Stefan, du hast Snipscan gegründet und erklärst uns jetzt am besten mal zur Einführung, was Snipscan überhaupt ist. Genau. Snipscan ist im Prinzip eine digitale Bonuskarte, Stempelbonuskarte, wie man sie als in gedruckter Form kennt. Okay. Das heißt, ich bekomme zum Beispiel meinen 10. Kaffee gratis. Mit dem Vorteil letztendlich für den Kunden, dass er nicht mehr alles im Geldbeutel mit sich rumtragen muss oder 10 angefangene Karten zu Hause rumliegen. Ein leidiges Problem. Jeder, der ein paar Bonuskarten hat, weiß, eigentlich lässt man fast alle zu Hause. Genau, sondern man hat es jetzt immer dabei auf dem Smartphone. Mit dem Vorteil aber dann für den Gastronomen, dass wir jeden Kartenbesitzer, der die digitale Bonuskarte hat, auch direkt adressierbar machen auf dem Handy. Das heißt, über einen integrierten Direktmarketingkanal, wie eine SMS letztendlich, kann jeder Gastronom mit seinen eigenen Kunden kommunizieren. Die Bonuskarte selber, sieht man hier leicht angedeutet, ist im Prinzip immer in dem jeweiligen Design des Unternehmens angepasst. Wir haben uns, wie gesagt, die Kundenbindung auf die Stirn geschrieben. Es gibt eine App, ja? Genau, es gibt letztendlich eine App, die wie der virtuelle Geldbeutel ist, in der ich alle meine verschiedenen Stempelkarten von den unterschiedlichen Unternehmen, wo ich gerne hingehe, sammle. Habe sie sozusagen immer zentral zur Hand. Und der Hintergedanke ist letztendlich, dass nicht jeder eine eigene App macht und ich dann das Chaos vom Geldbeutel plötzlich auf dem Handy habe mit 30 verschiedenen Apps, sondern letztendlich nur eine App habe, in der ich alle meine Bonuskarten habe und jedes Unternehmen sich aber da trotzdem individuell präsentieren kann. Wie gesagt, Kundenbindung ist der wichtigste Aspekt und wir finden eben, dass es wichtig ist, die Marke auch wirklich immer auf dem Handy dann zu haben und nicht in anonymisierter Form irgendwie nur schwarze Punkte zu sammeln, sondern deswegen dieser Fokus auch darauf, auf das Branding des jeweiligen Unternehmens. Wie kam dir auf die Idee? Die Grundidee war eigentlich, dieses Live-Messaging von dem Kunden zwischen Kunden und Gastronomen zu fördern, ohne dass der Kunde persönliche Daten hergeben muss. Das heißt, wenn ich mich für ein Unternehmen interessiere, möchte gerne auf dem Laufenden bleiben, würde ich das gerne wissen, möchte aber nicht zum 10. Mal meine E-Mail-Adresse hinterlegen oder meine Handynummer abgeben. Das Problem war, der ganze Mechanismus war noch etwas zu kompliziert und nicht greifbar genug. Deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen irgendwas davor kleben, was greifbar ist, was jeder versteht und was letztendlich dieses Interesse an einem Unternehmen suggeriert. Und das war letztendlich diese Bonuskarte oder Stempelkarte, die ja letztendlich das Interesse von dem Kunden an dem Unternehmen mitteilt. Alles klar. Und der Gastronom hatte auch die Möglichkeit, Nachrichten zu pushen, also den Nutzer der App mit Informationen zu versorgen? Er kann den versorgen. Ist halt eine Win-Win-Situation letztendlich für den Gastronom oder für den Händler und für den Kunden, weil letztendlich sind es Unternehmen, die mich interessieren, sonst hätte ich keine Bonuskarte von dem Unternehmen. Und der Unternehmer hat die Möglichkeit, über einen extrem hochrelevanten Kanal genau mit den Leuten zu sprechen, die wirklich Bock haben auf sein Angebot und die eben direkt zu informieren, auch in Echtzeit, wie mit einer SMS letztendlich. Mit dem Vorteil aber, dass der Kunde keine persönlichen Daten hergeben muss, sondern er kann die Stempelkarte anonym nutzen, kann die App kostenlos nutzen und bekommt dann eben bei seinen Partnern den Stempel. Alles klar, ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Klingt ja nach einem guten und logischen Konzept. Ihr seid ja auch, glaube ich, nicht die einzigen Anbieter. Es gibt noch weitere, die dieses System Stempelkarten als App anbieten. Genau. Und einen davon gucken wir uns jetzt gleich im Anschluss auch nochmal an. Tschüss und bis gleich.